Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dreamlight Valley. Leider kam jetzt gestern keine Folge. Das lag aber nicht daran, dass ich nicht genug aufgenommen habe. Also das auch. Ja, okay. Aber es gab anscheinend ein paar Probleme mit dem Server. Also das Spiel steckte ewig im Ladebildschirm fest. Ich habe teilweise mehrere Stunden gewartet und es ist nichts passiert. Ja, kennt's nicht. Es war belastend. Ja, jedenfalls geht es jetzt wieder. Und ich bin sehr glücklich darüber. Wir werden jetzt erstmal wieder ein bisschen was verkaufen. Oh, ich habe ganz schön viele Sachen wieder gefunden. Es regnet und es ist einfach alles gerade furchtbar hier. Sehr Halloween-lastig, wenn ihr mich fragt. Okay, sehr gut. Ja, jetzt habe ich wieder was verkauft. Können wir hier was sonst noch irgendwie reinräumen? Ja. So, wir haben natürlich auch einige Aufgaben, die wir lösen müssen. Das ist, denke ich mal, ziemlich klar. Wir schauen mal nach. Aufgaben. Ganz oben. Natur und Pflege. Sieh nach der Kugel der Pflege auf der sonnigen Ebene. Ich denke mal, das sollten wir als erstes tun. Das ist die Story-Aufgabe. Das ist sehr wichtig. Und deswegen machen wir das jetzt. Ganz ehrlich, das ist awesome. Ich habe Angst, dass es ein bisschen zu laut ist. Ich mache mal ein bisschen den Sound leise. Warte mal. So. Ich weiß gar nicht, ob das zu viel bringt. Ich weiß es nicht. So, okay. Wo habe ich das nochmal gepflanzt? Ach, hier. Hi, du kleiner Mann. Möchtest du hier ein Blümchen schnurpseln? Hey. Na du? Hier. Moment. Was? Hier. Bitteschön. Ganz schön verregnet hier, ne? Das ist ja schon belastend. Puh. Sehr Halloween-lastig. Okay. Oh, ein paar Kirschen haben wir bekommen. Das ist doch ganz nett. So. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, Glückau. So, Leute. Wartet mal. Da. Da. Oh. Hui. Aha. Oh. 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 Schön. Das Wasser fließt. Wieder. Tolle Sache. Tolle Sache. We did it. Gut. Gut, 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 gut. Wir hier. Ganz viele Blümchen, alles schön und es ist jetzt hier voll grün und toll und ach, ihr wisst schon, es ist alles tot, ja, hier kommen wir immer noch nicht vorbei. Naja, soll ich jetzt mit Scar reden oder was möchte das Spiel jetzt eigentlich gerade so, basically von mir, Aufgaben? Sprich mit Scar, okay, das ist das, was das Spiel möchte. So, ja, wo ist Scar? Das ist natürlich die nächste Frage. Scar? Scar? Ich kann gar nicht zoomen. Das ist immer noch ein bisschen buggy. Ich will gerne ein bisschen raus. Ach, da ist er. Da ist er. Die kleine Miezikante. Dann red mal mit dem mal. Scar, erzähl mal. Hey. Ich würde gerne mit Scar reden. Hi. Oh, wie gut du bist es. So, wie ich sehe, hast du wieder Leben in mein Königreich gebracht. Und kein Moment zu früh. Ich bin völlig ausgehungert. Oh. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht geglaubt, dass du es schaffen würdest. Auch nicht mit meiner Hilfe. Ich habe schon größere Probleme bewältigt. Ja, es ist eindeutig, dass du einige Fähigkeiten hast, im Gegensatz zu einem gewissen weißmähnigen Schwätzer. Weißmähnig? Oder einem eher störenden Neffen von mir. Wo auch immer er sein mag. Ich schätze, in diesem Tal ist genug Platz für uns beide, Yume. Solange du eins nicht vergisst. Die sonnige Ebene ist mein Königreich. Und sie gehört niemandem sonst. Vergiss das niemals. Okay, Bro. Oh, hallo, Manny. Stopp, stopp, stopp. Ich will mal ganz kurz gucken. Aufgabe? Ja, oh, haben wir geschafft. Okay. Freundschaft. Oh ja, da gibt es eine Aufgabe für uns. Hey, erzähl mal. Sei gegrüßt. Sehr gegrüßt. Ach du meine Güte. Wenn das nicht unsere erlauchte Herrscherin ist. Erlaucht? Okay. Die sich unter das gewöhnliche Volk mischt. Was führt dich denn in meine bescheidene Bleibe? Du bist gerade vor Merlins Haus. Das weißt du schon, oder? Ich bin hier, um zu helfen. Brauchst du was? Ach, wie großmütig von dir, Yumi. Aber vielleicht solltest du zuerst dir selbst helfen. Für jemanden, der die Herrscherin dieses Tals sein soll, siehst du ziemlich schäbig aus. Sind die Tribute nicht mehr das, was sie mal waren? Gefällt dir meine Kleidung nicht? Die fehlt es an Würde. Ja, ich bin schon ziemlich eher sportlich.
Dein Fell ist stumpf und zerlumpt. Kaum eines Warzenschweins würdig. Wenn du über die Gebiete herrschen und mit mir, dem König der sonnigen Ebene, zusammenarbeiten willst, wirst du dich darum kümmern müssen. Also muss ich mein Outfit ändern, um ein wenig herrschaftlicher auszusehen. Okay, dann machen wir das. Ach, ich kann es kaum erwarten. Ich kann nur vermuten, dass es hier jemanden gibt, der für die Herstellung von Kleidung verantwortlich ist, die du auf deiner seltsamen, felllosen Haut trägst. Lass dir einen für einen Anführer angemessenen Mantel anfertigen, der für ein Treffen mit mir würdig ist. Ich werde meine Mutter Gotel fragen. Ich glaube nicht, dass Merlin nähen kann. Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst, aber ich bin sicher, dass der polternde Narr dazu nicht in der Lage ist. Also er steht gerade neben dir. Hallo? hallo? Aber warum ausgerechnet Mutter Gotel? Das ist auch sehr random. Apropos Mutter Gotel. Wir sollen das leuchtende Fragment der Morgendämmerung eventuell bringen, mal so. Das, die wartet schon ein bisschen lange drauf. Ich denke mal, das Ding wird auch fertig sein. Das wird jetzt auch fertig gewachsen sein. Ich denke ebenfalls, dass wir vielleicht auch langsam mal diesen Schlitten für Christoph präparieren sollten. Wir haben ja hier über meinem Kopf diese tolle Quest. Und ja, ich habe jetzt noch Eisen und irgendwelche mechanischen Teile und bla 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 zusammengefarmt. Und Eisenbarren und ihr wisst schon hier, Teile zum Basteln und Eisenbahn und sowas. Und das habe ich auf jeden Fall alles. Und ich denke mal, wir können das Ding jetzt bauen. Da, ein Möbelstück. Wer kennt's nicht? Der Schlitten, das Möbelstück. Whatever. Jo. Haben wir gebaut. Perfekt. Ich bin auch so ein bisschen lass, ne? So im Gesicht. So, das ist schon witzig gemacht. So, ja. Bring den Schlitten zurück zu Christoph. Mal gucken, wo ist denn Christoph? Nicht in der Nähe. Also gehe ich erstmal hier hoch und ich hoffe, ich finde den Punkt, wo ich das Ding vergraben habe. Das wird jetzt ein bisschen wild, Leute. Ich kann mir das nicht merken. Was weiß ich denn? Oh, hier leuchtet es ja ganz schön dolle. Soll ich hier irgendwas reintun oder so? Nee. Ja, ich habe ja noch mit Ursula noch so was offen. Ich habe jetzt aber erst gerade 3 dunkle Kristalle gefunden. Wenn ich ehrlich bin, ich habe aber auch nicht wirklich danach gesucht. Oh, hier, das. Wir ernten hier mal. Ich habe es gefunden. Yeah. Jetzt kann ich dann gleich 2 Quests bei Mutter Gotel vorantreiben. Ist das nicht wunderbar? Oh, was haben wir denn hier? Ich überlege halt eben auch nur, ich überlege, wo die Teile waren. Also eins habe ich im Sumpf gefunden. Ich weiß gar nicht, wo ich den Rest gefunden habe. Ich vermute mal, dass hier vielleicht noch eins ist. Die leuchten ja so lila. Wir können ja hier mal ganz kurz eine Runde gehen. Ich habe halt, das Problem ist halt, ich habe wirklich nicht aktiv danach gesucht und demnach weiß ich halt eben auch nicht, wo ich bereits gesucht habe, weil ich ja nicht gesucht habe, weil ich sie einfach mitnehme, wenn sie irgendwo da liegen. Und das ist ein bisschen unpraktisch, weil man dann halt eben nicht so aktiv drauf achtet, wo man schon war. Das ist ein bisschen doof. Warte mal, ich weiß, dass hier unten eins lag. Das habe ich ja wahrscheinlich mitgenommen. Ich weiß, dass es da... Ah, ne, hier. Lol. Okay. Wahrscheinlich wollte ich euch was zeigen. Was über... Hä? Hirnfurz. Hä? Warum habe ich das nicht... Ja, hier lag auf jeden Fall eins, damit ihr es wisst. Ja, hier. Hier, jetzt habe ich das aber mitgenommen und die anderen beiden habe ich vergessen, wo ich die habe. Ne, eins lag hier, war hier oben. Ich glaube, eins war noch in der eisigen Höhe. Irgendwie so. Auf jeden Fall haben wir jetzt ganz viele Aufgaben, die wir... Ach, wir müssen noch die Kristalle platzieren in den Sockeln. Das machen wir auch gleich noch. Leute, ich mache jetzt hier richtig einen Rundumschlag. Man darf gespannt sein. So, guck mal, da vorne. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Ich kämpfe mich mal hier durch die kalte Nacht. So, nehmen wir mal ihn. Übertragen. So, ach schön. So, den übertragen wir auch. Und den. Das ging ja eben auch gerade gar nicht, ne? Das ist voll doof. Aber jetzt schmeiße ich die alle rein und wir gucken mal, dass was Tolles passiert. Dann nehmen wir den hier mal mit. Das sieht ja cool aus. Ich glaube, das, was wir getan haben, wird Ursel gefallen. So, aber wo sind denn alle? Die V
Frau Gothel ist zu Hause. Ich denke mal, die besuchen wir jetzt. Wir haben gerade zwei Quests, die wir bei ihr abgeben können. Das bringt gerade relativ viel Fortschritt, würde ich mal sagen. Also ab geht's. Ab geht er. Frau Gothel! Ich finde es schön, dass es immer noch zugenagelt ist. Hey, das ist ein echt trauriges... Oh. Hallo! Ah, da bin ich dir schon höre, ne? Oh. Ah, ja, hi. Was für ein Vergnügen. Ich kann sie sowas von nicht leiden, das ist schlimm. So, Freunde sind keine Nahrung. Hm. Jumme, und was verschafft mir heute das Vergnügen deiner Gesellschaft? Also dieser Löwe, der auf der sonnigen Ebene liegt. Lass mich raten, du wirst ihn loswerden, bevor jemanden jagt und frisst. Ich habe genau das Richtige. Nein. Ich versuche es gerade davon zu überzeugen, mit mir zu reden, aber er wird es nicht tun, solange mein Mantel für eine Herrscherin nicht angemessen ist. Ich hatte gehofft, du könntest mir dabei helfen. Möglicherweise. Aber warum erlaubst du dieser Bestie im Dorf zu bleiben? Meine Liebe, die schnellste Lösung wäre, dieses dumme Kätzchen in einen Mantel zu verwandeln. Mutter Gothel, das ist abscheulich. Ich kann nicht sagen, könnte nützlich für mich sein. Tut mir leid, aber ich trage nur Stoffe und auf pflanzlicher Basis. Ne? Wir sagen einfach mal, dass es abscheulich ist. Abscheulich vielleicht? Praktisch? Auf jeden Fall. Aber wenn du darauf bestehst, es auf deine Art zu machen und ich dir einen Mantel machen soll, dann bring mir die Materialien, Yumi. Ich brauche Fasern, Stoffstücke, ein paar Zitrine und, naja, ein Eisenbahn. Zitrin? Für einen Mantel? Warum willst du, dass ich nach Edelstein suche? Soll ja angemessen aussehen, hallo? Hm. Damit du lernst, keine dummen Fragen zu stellen. Ah, oh, ich mach nur Spaß. Du sollst wirklich öfters lächeln, Yumi. Du siehst immer so bedrückt aus. Geh jetzt und komm zurück, wenn du alles hast, worum ich dich gebeten habe. Gut. So. Jetzt weißt du, dass du immer auf mich hören musst. Nein. Mother knows best? Ja, bitte. Oh, hallo, Schatz. Ach, sieh, was du erreicht hast, Yumi. Deine Vorliebe für Gartenarbeit ist endlich für was nützlich. Das ist das erste Mal, dass ich einen Steiner angebaut habe. Nee, habe ich schon gemacht. Das heißt, vorher war es nicht so. Wie wäre es, wenn ich dich das nächste Mal vergraben... Was? Wenn wir dich das nächste Mal vergraben? Was ist das denn? Oh, und wahrscheinlich auch das letzte Mal, denn wir werden bald fertig sein. Während du weg warst, habe ich das Mittagsfragment wiederhergestellt. Es war eine mühsame Arbeit, es in der Mittagssonne auf der Fensterbank liegen zu lassen. Nachdem die Fragmente zusammen sind, wow, ist es an der Zeit, den Zauber zu versuchen. Wiederverwendete Fragmente leuchtet sichtbar für alle. Perfekt. Ruft die Sonnenmeteoroiden, lass sie zu mir kommen. Meine mühsame Arbeit hat sich gelohnt. Es gibt nur viele Sonnenmeteoriten zu sammeln. Gab es jetzt eine Cutscene, die man nicht gesehen hat? Oder so? Das war jetzt irgendwie merkwürdig, okay. Die meisten von ihnen sind im vergessenen Land heruntergekommen. Beeil dich. Sammeln Sie schnell ein. Diese Unterhaltung ist jetzt beendet. Okay, dann gehe ich mal. Ich möchte nicht länger dann in der Nähe sein als nötig. Ja. Das, weil, ja. Ich sehe. Ja, ihr wisst schon. Ich mag sie nicht besonders, aber ich glaube, das ist kein großes Geheimnis. Gut, ja, dann gehen wir mal weiter zu Ursel. Hier muss ja hier mal ein bisschen was passieren, ne? Wir nehmen auch mal ein paar Fische mit. Hier, kommen Sie ran. 20 Fische. Her damit. Dankeschön, Mariana. Gutes Mädchen. Schläft sie nicht eigentlich gerade? Eigentlich schläft sie gerade, aber für mich ist sie mal kurz aufgestanden und den Strand runter spazieren. So, liebe Ursel, ich habe da was für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Komm, kommen Sie mal her, junge Frau. Na, junge Dame. Hier, Kristall der Macht. Bitteschön. Oh, sieht so glücklich aus. Oh, Macht. Und sie gehört nur mir. Ich werde die Möglichkeiten, die in diesem Kristall stecken, beherrschen. Es wird Zeit, dein Teil der Abmachung einzuhalten. Ja, ja klar doch. Wie versprochen, Fischlein. Dein eigener, erbärmlicher Prinz Erik. Oh, danke. Oh Gott. Er ist immer noch eine arme Seele in Not. Oh ja, es liegt an dir herauszufinden, wie du es rückgängig machen kannst. Lese immer das Kleingedruckte, meine Liebe.
Aber da ich in guter Stimmung bin, gebe ich dir sogar ein Geschenk. Nimm dieses Outfit und mach dir keine Sorgen um meine wachsende Macht. Ich verspreche, dass ich sie gut einsetzen werde. Okay, wir haben sie durchgespielt, glaube ich. Eine Ablenkung mit Ursula. Wir haben... Kusch, kusch. Selber. Armer Prinz in Not. Oha. Jetzt geht's los, Leute. Wir haben Ursula durchgespielt und dafür haben wir jetzt einen wunderbaren Prinzen. Bringe den armen Erik in Not zu Ariel. Oh boy. Dorfprojekt. Die Wiederherstellung des Sonnensteins. Sammle. Okay, die müssen wir dann zusammen sammeln. Wird spannend. Wird spannend. Ich sag's euch. Okay. Wie machen wir denn das jetzt am besten? Ich werde jetzt erstmal zu Christoph gehen. Ich denke, zu Christoph gehen ist erstmal die beste Option, denn ich will nicht, dass er weint, weil er immer noch keinen Schlitten hat. Der arme Junge. Schon schlimm genug, dass ihn immer alle Christoph vornennen. Oh boy. So, Christoph. Ich hab da was für dich. Nur für dich. Einen geilen neuen Schlitten. Oh, 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 no, 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 no. Das klingt gerade sehr wie Let It Go. Ton. Warum ist es immer noch da? Ja, jetzt weg. Oh. Um Himmels Willen, wir wollen hier keine lizenzierte Musik hören. Stimmt's, Christoph? Ja, kriegst du deinen Schlitten. Bitteschön. Oh, hey. Ah, das sollte halten. Ich überprüfe mal die Kufen. Prima, mein Schlitten ist repariert. Das ist eine schöne Arbeit. Wie hast du das geschafft? Ich habe nur einige veredelte Materialien verwendet. Es hat Spaß gemacht. Ja. Das freut mich. Weißt du, ich würde gerne einige der veredelten Materialien verkaufen, die du für meinen Verkaufsstand verwendet hast. Ich bin sicher, die Leute haben dafür Bedarf. Könntest du mir Proben von allem, was du benutzt hast, mitbringen, damit ich weiß, was ich lagern soll? Alles für das Tal. Ich liebe diese Idee, natürlich. Danke, Yumi. Was habe ich schon mal alles benutzt, lol? was habe ich denn nochmal benutzt? Ach hier, Fasern. Ah, okay. Okay, Ziegel. Ich habe Ziegel benutzt? Was? Ich habe Ziegel benutzt? Offenbar habe ich Ziegel benutzt, okay. Cool. Hi, Christoph. So, ich verkaufe mal ein bisschen was, weil ich brauche Platz im Inventar. Das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Hi, Goofy. Ich würde gerne ein bisschen was bei dir verkaufen. Ach, so, ja, diese Krabbe und das. Ich nehme einfach mal einmal alles. Ich will einfach Platz haben. Ich habe einfach hier so viele Fische. Oh, Karpfen. Toll. Und so viele tolle Edelsteine. Der Wahnsinn. Und Kirschen. So. Ich brauche einfach den Platz. Was willst du machen? So. Yay. Oh, der arme Erik. Das sieht voll gruselig aus. Aber ist okay. Okay, ja. Dann muss ich jetzt nochmal schauen, dass ich vielleicht noch... Wir craften jetzt einfach mal eine Runde. Ich glaube, es ist Crafting-Time. Schauen wir mal. La 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 la. Ich lauf mal hier lang und hole Dinge. La 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 la. So, wir brauchen einen Ziegelstein. Oh, Christoph, wie das schon da so steht, so. Na, na, na. Ich brauch das. Ja. Hä? Hab ich Lehm bei mir? Ich hab kein Lehm, ne? Ich glaube, ich hab kein Lehm. Ich hab kein Lehm. Das ist natürlich bitter. Ich glaube, hier kriege ich Lehm. So, Leute, es geht los. Oh, boy. Ich fühle mich ein bisschen von Christoph verfolgt, aber das ist okay. Christoph, ich suche Lehm. Ich habe Lehm. Gut, ich drehe da mal wieder um mit meinem Lehm. Tschüssi, Christoph. So. Und dann auf zurück. So, jetzt wird's noch ein, was war es nochmal? Glas und ein Ziegel, ne? Genau. Zack. Ja, und dann noch der Ziegelstein. La, 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 la. Perfekt. So. Bro, bitteschön. Ja. Ich finde es krass, dass ich das jetzt dann wahrscheinlich kaufen kann. Ich hatte, glaube ich, ja, Christophs.
Quest als erstes zu Ende machen sollen. Das wäre vielleicht ganz klug gewesen. Wow, Yumei, die sehen toll aus. Sie werden eine tolle Ergänzung für meinen Verkaufsstand sein. Weißt du, nach all dem hat Anna vom... Was? Nach all dem... Oh, Donald. Donald, nein. hat ein bisschen Buchhaltung gemacht. Und es hat sich herausgestellt, dass ich genug Geld mit dem Verkaufsstand verdiene, um mir einen neuen Schlitten zu kaufen. Ohne Raten zu zahlen. Cool. Deshalb möchte ich dir meinen alten Schlitten als Dank für die Reparatur und alles andere geben. Wow, also hab ich das gerade völlig für umsonst, was ich getan habe. Danke. Du warst wirklich toll, Yumei. Du hast meinen Schlitten gerettet und mir den Einstieg in ein neues Geschäft ermöglicht. Diesen alten, gammligen Schlitten, der kaputt war und du mehrere Tage gebraucht hast, ihn zu reparieren. Den will ich eh nicht mehr. Du kannst ihn gerne haben. Ich kaufe mir einen neuen. du Ding, du. Das triggert mich jetzt gerade schon ein bisschen, Christoph. Das ist nicht okay. Das macht man nicht. Jetzt kann ich veredelte Materialien in meinem Verkaufsstand verkaufen. Ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen. Oh, und du wirst immer einen Preisnachlass bekommen. Yeah. Wenn ich mich jemals bei dir revanchieren kann, lass es mich wissen. Toll gemacht. Toll gemacht. Ich glaube, ich habe jetzt auch Christoph durchgespielt. Ich finde es merkwürdig, Personen durchzuspielen, aber das ist so eine Sache, die man halt hier macht. Aufgabe. Ja, jetzt haben wir noch die drei kleinen Würmchen. Das schaffen wir schon noch. So, ja, die Sonnenmeteoriten, genau. Was soll ich jetzt nochmal? Ich brauche Fasern, Stoff und Zitrinen. Eisenbahn habe ich schon. Okay, viermal Stoff, das kriegt man hin. Das kriegt man doch hin. Ein Zitrin. Warte mal, hier, genau hier. Nehmen wir noch einen mit. Das ist doch sehr schön. Ja, dann noch viermal Stoff gemacht. 1, 2, 3, 4, los geht's. Yay. Da-da-da. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Dann würde ich nochmal hier hingehen und suchen wir noch ein bisschen die ganzen Sachen zusammen. Also, was hier vom Himmel gekommen ist. Das habt ihr gerade richtig? Bin ich hier richtig? Entschuldigen Sie, bin ich hier richtig? Ich habe keine Ahnung. Aber was soll ich eigentlich nochmal genau sammeln? Irgendwelche Meteoriten? Das sieht gut aus. Ein brennender Stein, der auf dem Boden liegt. Den werde ich jetzt mit meinen Händen aufheben. Das klingt auf jeden Fall logisch. Das sollte man tun. Oh Gott, meine Hände schmelzen wahrscheinlich gerade weg. Okay, noch einer. Das sind 5 Stück. Wir finden sie schon alle. Ich krieg das hin. Ich würde mich vielleicht schon ein bisschen langsamer bewegen. Ein bisschen mehr umsehen. Ich sehe jetzt schon, dass ich den letzten dann ewig nicht finde, weil da irgendwo Ecke ist. Das wird nicht gut. Okay. Hier hinten vielleicht noch. Ja, hier ist noch einer. Okay. Jetzt wird's spannend. Ich brauche nämlich noch einen. Da ist alles wieder so zugewachsen. Die ganzen Bäume sind ja voll im Weg. Wer soll denn da was erkennen? Schon da ferne irgendein Goofy. Ah, da ist noch einer. Sehr gut. Yes! Dann müssen wir gleich wieder zweimal zur Frau Mutter Gothel. Ich glaube nicht, dass ich das psychisch hinkriege. Wenn ich schon an sie denke, bekomme ich Ausschlag. Aber, zeig mir Mutter Gothel die Sonnenmeteoriten, das ist okay. Und dann noch bringe Mutter Gothel die Materialien. Und dann müssen wir Ariel noch den armen kleinen Erik zeigen. Das wird natürlich richtig sad. Wo ist sie überhaupt? Sie ist zu Hause. Ich glaube, das machen wir dann sogar gleich. Spaß! Das machen wir in der nächsten Folge erst. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Yumei Let's Play Dreamlight Valley. Bye!